Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Secret 2 Let's Play. Jo, mit mir, dem Drago Basler. Wir sind ja der Beschwörer, also der Necromancer, Totenbeschwörer. Und ich habe jetzt mehrmals auch nochmal versucht, irgendwie so die Bezeichnungen und so richtig zu machen. Es geht nicht. Also. Die Spells heißen wirklich noch anders oder von Secret 2. Ist wahrscheinlich wirklich hardcoded. Ich kann dazu eben nicht so viel sagen. Aber ich weiß es noch von Diablo 2 Modding und so. Es ist einfach viel zu viel hardcoded. Die Entwickler wollen halt einfach nicht, dass man das Spiel verändert. Aber gut, es macht immer noch sehr viel Spaß und es ist ja alles anders. Nur man hat einfach nicht so den Plan, was man genau skillt und was man genau macht. Und ich muss einfach dann auch noch schauen, dass ich dann mich eben auch ein bisschen umskillen kann, weil man ja nicht wusste, was es genau bewirkt. Aber das wird man dann, ja, alles hat dann später sehen müssen, zu sehen haben, wenn wir dann im Endgame sind. Und ein bisschen ausprobieren dann. Also ein paar, also sagen wir so, Part 50 einmal mit einer anderen Skillung versuchen, wenn es nicht schlecht ist. Wieder auf die Folge und nur etwas verändern von den Bronze- bis Gold-Mods verändern. Oder halt einfach auch an den Items ein bisschen anpassen. Mal schauen, aber die Magier-Skelette, die sind noch genug stark, dass sie sagen könnten, ja, gut. Ich denke, es geht soweit, dass wir da eigentlich ja auch gut vorwärts kommen. Mit einem anderen Charakterbild würde ich wahrscheinlich nicht so schnell vorwärts kommen. Okay, der hat ein bisschen Probleme. Ah, er rastet sogar aus. Ja, aber fluchen und das heißt, ja. Die machen auch mal was. Nee, es ist schon ein bisschen limitiert von der Technik, von der ja, Ausführung und so etwas. Ich bin einfach schade, dass dieser Bug, dass irgendwie Minions nicht angreifen und so, jetzt zum Beispiel nie gefixt wurde vom, oder nicht gefixt werden kann vom Community Patch, ja, Team. Da ist jetzt längere Zeit leider auch kein Update mehr rausgekommen, stimmt. Also jetzt haben wir eigentlich alles. Wir wollten noch kurz den Magier anschauen. Wir gehen jetzt nicht, weil ich weiß schon, es ist wirklich nichts. Also es sollte Fürst des Seis, glaube ich, da unten sein im Hafen. Aber der ist so schwach und er droppt nichts. Also es ist einfach ganz normales Magier-Skelett. Deshalb eher noch nicht. Wir können den immer noch anschauen, wenn wir dann mit der Kampagne fertig sind. Und auf Gold wechseln oder bevor wir auf Gold wechseln. Aber die meisten Sachen überspringe ich mal, die wirklich nicht gerade so interessant sind schon mal. Eher fürs Itemsammeln dann später wichtig sind. Jo, es droppt einfach noch zu wenig. Also das macht keinen Sinn mehr. Und der Bishi-Bosch hat mich auch enttäuscht. Ich habe eben ja, die Bogenschützin-Amazone ausprobiert. Sie ist zwar stark, aber. Ist auch ein bisschen zu leicht mit ihr. Okay, eine Relik. Okay. Gut. Ja, ich fühle mich leider noch ein bisschen angeschlagen, wenn ihr das hört, ein bisschen raushört von der Stimme. So, tut mir leid, aber ich bin jetzt gerade momentan schon recht überfordert mit meiner Nervenkrankheit. Und vor allem mit Glas, der Boch, das halt immer wieder abstürzen muss und den ganzen PC sogar Bluescreen ausführt und so. Es will einfach nicht mehr gehen. Das Update hat es noch schlimmer gemacht. Und ich bin halt so ein Runemaster oder Runenmeister Fan. Ich möchte das unbedingt noch sehen, aber ich kann es nicht sehen, solange ich aufnehme oder Livestream mache. Deshalb will ich lieber noch warten, oder bis es nicht mehr abstürzt, bevor ich da irgendwie etwas alleine mache und nur ihr könnt mir nicht zuschauen, oder? Also ist momentan leider der Let's Play und Livestream zusammen nicht möglich. Ich könnte Sacred Livestream,
wird aber nicht so gerne live gesehen. Also jetzt erstmal Videos. Und ich denke, ich mache von Cities Skylines 2, wenn ich es dann kaufen konnte. Erscheint ja auch, glaube ich, erst in einem Monat. Dann Livestreams davon. Und von GTA Roleplay. Dann ist es nicht so viel, oder? Dass es mich dann wieder mega überfordert oder so. Also es überfordert mich nicht mega, aber ich merke schon, dass ich eher ein Typ Videomacher bin als ein Livestream. Und YouTube ist da wirklich sehr hilfreich. Es gibt mir mehr Zuschauer als nur Livestreams. Da haben so viele immer Probleme bei Twitch und manchmal auch bei YouTube, also YouTube fast mehr. Da auch die meisten nicht wollen oder solange sie nicht irgendwie mega den Erfolg haben. Geht einfach gar nichts. Es ist leider einfach zu grobspaltig. Da schauen lieber viele ganz guten zu als den kleinen schlechten. Ja, ich kann halt die Qualität nicht bieten, oder? Ich bin ein armer Schlucker. Jo, und sonst, ich bin halt Sacred-Fan und da geht's mit Video sehr gut. Aber aus Livestream geht's da nicht mehr gut, so ein altes Spiel. Wenn hier nicht jeder schauen mehr live. Da muss ich aber warten, bis ich eben GTA Online spiele. Und vielleicht City Skylines 2. Aber auf jeden Fall muss das auch besser laufen, als der erste Teil hat. Auch ein bisschen Probleme gemacht bei mir. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Ich habe ihn, glaube ich, vor einem Jahr noch gelivestreamt und ja, ich habe einfach eine schwere Map genommen mit mehr Kälte. Und das hat die Dorf, also Stadtbewohner dann auch nicht ganz so extrem gefreut. Weil man keine Skigebiete machen kann oder noch nicht. Irgendwie war das, oder war es nicht mit Schnee, aber mit einfach viel Nässe, mit viel Regen. Aber es gab einfach schlechte Finanzen. Ich bin nicht so gut im Finanzen managen wie andere, wie sie einfach verlangt werden. Ja, dann mache ich halt einfach Minecraft bauen weiter, da bin ich gut. Und kann halt wirklich etwas zeigen, was den Leuten anzieht, oder? Den Leuten das zeigt. Aber bis ich dann wieder Zuschauer habe, die wirklich mich kennen und mich lieben, es geht immer so schnell. Die Menschen sind zu schnelllebig, oder? Vielleicht ihr eben nicht, aber ihr wollt wahrscheinlich auch nicht immer mit mir zusammen irgendwas machen. Wo ich eigentlich könnte. Ich habe keinen Charme von vielen Menschen oder so. Ich habe irgendwie Freude an vielen Menschen. Aber mir wird es nicht so vergönnt, weil ich nicht so viel Werbung machen möchte. Ja, es ist ein kompliziertes Leben. Mit so vielen Krankheiten auch. So, habt ihr es halt ein bisschen weniger chaotisch, bitte. Na, die Relikt hier wollte ich noch kurz rausnehmen. Also Rüstung nur Eisschatten. Eine Aura der Macht umgibt diesen Gegenstand. Ja, jetzt musst du nicht so überheblich sein. Das ist ein Arkan. Ich denke, am wenigsten brauchen wir noch Eis. Später müssen wir mehr Eis nehmen. Ja, jetzt ging es mir ein paar Tage jetzt nicht so gut. Ich konnte nicht so aufnehmen. Ich musste eben sehr viel umstellen versuchen, dass wieder mein Last Epoch funktioniert. Und ich hatte einfach nicht so viel Zeit, da auch noch Sacred zu denken. Ich habe auch gesehen, die Qualität war nicht ganz so gut, weil das auch automatisch durch diese Last Epoch Umstellungen, Bluescreens und so wieder resettet wurde auf minimal, oder nicht minimal, aber einen ziemlich geringen Wert. Und ja.
diesen Frames per Seconds. Und das ist auch durch Last Epoch, oder? Ich habe irgendwie gar nicht mehr das Gefühl, Last Epoch ist wirklich das, was ich nutzen möchte, spielen möchte. Tut mir leid für die wirklich guten Aufrufezahlen, also wirklich guten Zuschauer, aber es, wenn etwas nicht geht, dann kann man es nicht machen. Das ist so schade. Aber es wird bald bei mir auch besser gehen. Ich brauche halt wirklich manchmal so eine Art Mods, oder es ist zum Beispiel bei GTA Roleplay eigentlich auch über, alles über Mods. Hier, das ist ja ein Mod von einem Spiel. Und dann geht auch alles besser. Aber zum Beispiel in Minecraft gehen Mods bei mir nicht. Minecraft will halt auch immer wieder irgendwie etwas Probleme machen. Fehlercode 1 heißt also irgendwie, Mods machen bei mir Probleme dort. Und eigentlich möchte ich nur Minecraft in der Standardversion, in der neuesten Version spielen. Und es macht auch Probleme mit Fehlercode 1. Obwohl ich keine Mods aktiv habe. Das macht irgendwie Minecraft mit Java halt Probleme. Und jetzt habe ich mal versucht, ich könnte ja die Windows 10 Version verwenden, aber einfach so einfach bauen, wie es natürlich in der... Haben wir das gemacht? Ich habe den Bug nicht, oder haben wir die Quest nicht angenommen? Kann auch sein, dass wir die Quest nicht haben. Ja, wo ist denn die Quest? Sollte eigentlich hier sein. Ja, dann muss ich die zuerst mal noch holen, hä? Ja, die ist ja schnell gemacht. Ostereier haben wir aber. Und ja, können wir ein paar Sachen verkaufen. Den Bären müssen wir noch holen, glaube ich. Ich habe ihn noch nicht. Nö. Weil der Bär, der muss halt gewisse Punkte abtasten. So, was macht denn diese... Seraphim. Du bist der Mörder. Auf ihn! Ich hab doch niemanden umgebracht. Ja, die Minions machen da schon. Das ist aber ein bisschen zäh. Hab ich nochmal einen umgebracht. Ne, ich hab ihn ja nicht schon dann beim Umbringen. Das kommt einfach so. Wo muss ich jetzt hin? Also, wir müssen zum Bär. Oh. Hätte zum Portal noch mehr gehen müssen. Jetzt muss ich da wieder hoch. Nein, das Portal. Ja, es ist immer noch so. Ich kann das als Sacred 1, das wird automatisch aktiviert. Also, dann mache ich das mal so und gehe dann wieder zurück. Ja, wo sind jetzt die? Die werden wieder nicht beschworen. Ich brauche Minions. Ein einziges Skelett wird... Okay, da ist der Golem noch. So. Wer hat das programmiert? Ich habe wirklich als Modder, ich habe ja ab 2003 angefangen Morrowind zu modden. Ich habe immer alles fertig entwickelt. Und so viele Menschen, so viele Modder und vor allem Entwickler können einfach spielen, nicht bugfrei entwickeln und so. Das ist doch nicht irgendwie schwer oder enttäuschend oder sonst irgendwas. Na, ja, okay. Enttäuschend schon manchmal, aber eher für die Spieler. Es ist einfach irgendwie, es muss nicht sein. Trotzdem sogar die Leute, die sich echt Mühe geben, dass alles top läuft und so, der PC wirklich gut eingestellt ist und die Spiel, also die Mods auch fertig sind, die haben dann Probleme. Und andere haben kein Probleme, weil sie sich auch nicht so reinsteigen. Ist das irgendwie ein Fluch oder ist das irgendwie... Es ist einfach nervig, oder? Aber gut. Irgendwie geht halt auch alles mal vorbei. Im positiven wie negativen Sinne. Wenn halt gar nichts mehr geht, dann muss ich halt einfach die Sachen auch nicht so machen, oder? Aber ihr wollt's ja, ich will's ja.
Ich hoffe, es wird besser. Nein, vermissen will ich es nicht. Ich bin schon sehr, sehr lange am Video machen. Ich habe sehr viel gelivestreamt. Einfach nicht so erfolgreich wie andere. Das ist ja eher, man ist nicht in einem Netzwerk, man macht auch keine Werbung. Man wächst einfach gar nicht so gut. Und trotzdem habe ich gute Aufrufe, da bin ich stolz. Das erfreut mich, aber wie lange sind die Aufrufe? Es wird halt immer so der Durchschnitt gezeigt und der ist halt relativ gering, wenn du nur Videos machst ohne mega Clickbait. Dann meinen die Zuschauer manchmal, ja, man kann einfach das Video überspringen, wenn man kurz geschaut hat, was er überhaupt macht. Es ist halt eher für später, wenn man dann Zuschauer hat, länger schauen. Das habe ich einfach bis jetzt noch nicht so gut. Also jetzt habe ich den Bären. Ich habe ihn dabei. Muss ich jetzt noch irgendwas machen hier? Außer natürlich Nebenquests. Die haben auch mehr Wirkung, habe ich gelesen. Wir machen sie aber eher so ab. Ja, Menschen gewittern. Ich wollte hier noch eine Höhle betreten, aber hier ist auch leider nicht. Ich weiß gar nicht, diese Nebencharakter. Also in Diablo 2 gab es immer so Unique-Gegner. Die waren einfach nicht Bosse, aber sie waren Unique. Und die haben hier auch einen Platz, aber sie droppen kaum und sind auch nicht so stark. Dafür gibt es zum Beispiel Andariel und Duriel dann auch noch zusätzlich. Also ich muss noch Easter Egg machen, also ich muss noch runter ins Dorf kurz. Sind wir dort einfach vorbeigelaufen? Ja, stimmt. Oder müssen wir doch noch etwas machen? Nein, wir müssen sie ansprechen und dann greifen sie uns an. Ja, sie sind noch hier. Die Aufgabe ist abgeschlossen. Aber ich mag den Clan. Der wäre irgendwas für mich. Einfach aus Humor. Bisschen Ostereier wollen. Hallo, darf ich noch kämpfen? Geht das? Ach, ich mag so Boxen. Jetzt greift aber an. Nicht immer Urlaub machen. Die haben jetzt irgendwie das Portalitis. Das ist eine schwere Portalkranke. Okay, eine ist besiegt. Also jetzt greifen sie an. Aber es dauert ein bisschen. Gut. Die sind jetzt auch nicht so schwer. Gibt es noch? Ah nein, noch ein Loot. Sehr gut jetzt. Dankeschön. Ja, ich denke, der Mod ist wirklich nicht gerade gut am Start balanciert. Man muss immer zuerst recht langwierig irgendwelche Spells, also Fähigkeiten aufleveln. Man muss sehr hart grinden am Anfang. Und das kann ich natürlich in einem Let's Play nicht zeigen. Das ist für euch dann wirklich zu langweilig. Und der Bild, der hat einfach manchmal diese sehr wenig, aber einfach da war es, dass Minions einfach nichts machen. Wieso wurde das nie gefixt? Ich will doch fixen und ich kann es einfach nicht so machen, wenn ich das Tool nicht habe. Hat jemand das Tool, das Modding-Tool? Der Editor? Ja, es ist halt schwierig, ganz weit zu kommen, als man denkt. Ich würde es echt noch machen. Was ich in letzter Zeit gemacht habe, ist Programmieren weitergelernt und neue Programme also gelernt zu machen. Aber es ist so eine Menge Arbeit, wenn du gut sein willst. Es funktioniert einfach nicht so richtig. Und ich habe es jetzt einfach noch nicht hingekriegt, wirklich auch live zu modden oder so. Beziehungsweise ein ganzes Spiel zu machen, ja. Mit Unreal Engine 5.2 würde ich gerne beginnen. Das ist härter, also es ist leichter als zum Beispiel Unity, wo Last Epoch ist. Aber irgendwie doch so nichts sagen. Man braucht unbedingt jemanden, der das einem beibringt. So
So Tutorials bringen einfach gar nichts bei. Also noch mehr Verwirrung. Es ist ein bisschen schade, dass ich einfach so ein bisschen hängen bleibe. Doch so viel will. Ja, jetzt muss ich wirklich auch zuerst auf den Sport mich konzentrieren. Und Gott, geht's auch besser. Vielleicht gar nicht mehr so viele Videos, aber... Naja, es geht schon. Ich muss auf die Zeit wieder besser einteilen können. Und halt dann aufnehmen, wenn es mir gut geht. Und mir geht es momentan einfach nicht täglich an vielen Stunden und so gut. Weil ich durch meine Lebenssituation jetzt momentan eher erschöpft bin. Meine Nerven sind erschöpft. Was geht hier eigentlich los? Gar nichts mehr. Greift wenigstens die. Kann ich die irgendwie mit Stärke angreifen? Der macht gar nichts. Was ist denn das für ein Bug? Ich glaube, die Gegner werden falsch geladen oder so. Ich glaube, die Gegner sind einfach Marionetten. Ah, hier ist sie wieder. Das ist cool, weil das die gleiche Questline eigentlich ungefähr ist wie bei der Hochelfe. Es ist nicht die gleiche, die vorkommt, aber es ist ungefähr am gleichen Ort hier auch jemand. Von diesem anderen Clan da. Natürlich andere Geschichte. Also die Charakterquests, das muss in anderen Spielen auch vorkommen. Zum Beispiel Last Epoch oder Diablo 4. Das ist etwas, was wirklich Sacred 2 sehr gut gemacht hat. Und wieso nicht mal den Spielen auch etwas gönnen, wie zum Beispiel ein Legendary Item dann am Schluss. So etwas habe ich gerne. Es tut ja nicht irgendwie etwas eingrenzen oder langweilig machen. Du hast dann einfach irgendwas in Legendary, was du vielleicht gar nicht brauchst, aber... Ja... Ich spiele zum Beispiel als Schattenkrieger dann nicht jeder mit Schwert, oder? Dann brauchst du es als Schaftwaffenkämpfer, als Speerwaffenkämpfer, als Bogenschützen, also Bogen... Also Schießkunstkämpfer oder als Zauberstabkämpfer dann nie. Aber... Immerhin etwas, oder? Man könnte es ja verwenden, brauchen. Und der Front ist noch cool. Ach ja. Jetzt ist aber gerade so ein bisschen ein Gebiet, was ein bisschen hartnäckig ist. So langsam können wir aber wirklich ein bisschen noch weiter. Das geht. Wir haben erst Stufe 2 bei den Magiern, die sind immer noch genug stark. Wir könnten schon sie stärker machen, aber nicht, dass wir da irgendwie da mega Probleme bekommen mit dem Fluch. Ist jetzt auch gering. Ja, 5,6 ist jetzt nicht gerade so gering. Wie sollen wir das machen? Ich tue nicht zu früh an. Ich habe dann auch Items, die natürlich mehr von dieser Abklingzeitbegrenzung haben. So, wir sind ja eben Inquisitor, wir haben die Schattenkampagne, wir müssen hier durch. Ab dort drinnen ist eine Höhle da drüben, die bei der Lichtkampagne doch quarren werden muss, durchquert werden muss. Und dort gibt es auch so einen bestimmten Gegner, der wirklich auch nicht gerade lustvoll ist zum Hauen. Der kann leben. Aber wir gehen an einen Ort, wo es einen bestimmten stärkeren Gegner gibt. Die Götter mit euch sein, Bürger. Interesting, wie die redet. Aha. Dachte schon, irgendwas ist mit einem Skript falsch. So.
Ah, der Schabowski, der ist ja auch noch berühmt, ja. Könnte ja aus Berlin kommen. Vom Namen her. Gut, wieder ein Level. So, was könnten wir noch nehmen? Ja, wir haben noch nicht diese andere Kunde. Macht, Macht, Fokus, nicht Machtkunde, Macht, Fokus. Konzentration haben wir scheinbar. So, Handeln nicht und Defensiv. Ich würde gerne, ja, Schildkunde mit Schrumpfköpfen später ist, glaube ich, nicht gerade so der Hit. Zauberresistenz auf jeden Fall. Härte oder Kampfreflex ist noch das andere. Das ist ja Ausweichen. Also Härte noch nehmen, aber haben wir dann genügend? Brauche ich alte Magie? Nein. Summoner nicht. Und Flüche tun ja auch noch die Resistenzen senken. Also ich möchte gerne, was haben wir jetzt weniger? 5 Millisekunden weniger. Also hier einen. Ich glaube, hier mache ich einfach voll. Hier mache ich einen mehr. Konzentration noch 2. Mache ich 3 und eine Konstitution. Und jetzt eher nächstes Mal ein bisschen mehr auf Leben machen. Jetzt habe ich einfach mal ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen 75 Punkte in Konzentration, um die Nahkampfskelette wieder auch noch zu haben. Und falls die nicht viel wert sind, machen wir Knochenschild. Aber wir brauchen 3 Buffs. Das brauchen wir. Ist irgendwie hier ein bisschen lauter geworden. Oh, irgendwie die Musik ist hier ein bisschen lauter. Sehr heftig. Ich hoffe, es ist auch bei euch, also dass bei euch jetzt nicht zu leise ist. Bei mir ist es jetzt so richtig ohrenbetäubend laut. Ja, ist die Musik halt auch nicht gerade so konzentriert gemischt, dass es gleich laut ist, alle Musik. Jo, ja, jetzt haben wir aber noch ein bisschen einen Weg vor uns. Können wir jetzt nicht so viele Quests machen? Ist hier eine Quest? Nee, eine. Dann machen wir noch die Quest. Und im nächsten Part gehen wir immer weiter Richtung Osten, diesen Weg entlang. Und haben ziemlich gute Gebiete und Städte. Also eine große Stadt. Greifen. Steht aber noch nicht diese Stadt hier. Und hier drüben müssen wir dann hin. Also im nächsten Boss, im nächsten Part gibt es einen Boss. Ohne viele Quests. Vielleicht im übernächsten Part gibt es dann wieder mehr Quests. Ja. Aber Quests machen immer auch schnell leveln und so, dann ist man wieder ein bisschen unvorbereitet. Und seht ihr, dieses Gebiet ist wieder wunderbar. Da greifen alle Gegner an und die Minions greifen auch wieder an. Es ist so komisch programmiert, leider. Frage mich, was andere Spieler haben, auch die Probleme. Liegt halt meistens am Spiel wirklich, wie gut es programmiert ist. Aber es gibt ja andere, es gibt ja Magier-Beats, Fernkampf-Beats, die viel besser laufen. Nahkampf ist halt immer so ein bisschen eine Sache. Es ist ein bisschen langweilig, wenn man immer wieder zum Gegner laufen muss. Mal schlagen. Da müsste es mehr gute Nahkampfskills geben, die flächenmäßig gut sind und schadenstechnisch gut. Ist ein bisschen schade, wenn es nicht ist. Also, bring den Brief zu meinem Bruder. Oh, tolle Kunst. Du stehst in der Schuld der Inquisition. Aber gut, dass es auf dem Weg ist. Sehr schön. Ah, dann ist die Kinderquest dann später. Weiter im Osten. Gut, also dann. So, beenden wir so langsam den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nächste Parts kommen bald. Und wenn mal kein Part kommt, dann bin ich einfach ein bisschen krank oder. Ja,
Es macht wieder technisch irgendwas ein Problem, aber... bei Sacred irgendwie nicht mehr so. Und ich hoffe bald bei GTA und bei Minecraft auch nicht mehr so Probleme. Und vor allem Cities Skyline 2 da nicht. Das muss ich ja zuerst eigentlich kaufen. Also es gibt da glaube ich eine Testversion schon. Ich da zuerst testen sollte. Muss mal kurz nachher schauen. Gut. Also dann, ja, Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Du bist da unten hin. Ja, das machen wir dann. Die Musik hat aufgehört, okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.